Arbeit und Arbeitsrecht, die Zeitschrift für das Personalmanagement, begrüßt Sie in Stuttgart. Die Hauptstadt des Landes Baden-Württemberg bietet viele Eindrücke. Am 23. und 24. April waren knapp 5000 Besucher zur traditionsreichen Messe Personal 2013 Süd zu Gast. Sie informierten sich über die neuesten Trends zum Thema Recruiting und betriebliche Weiterbildung. Herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion von Arbeit und Arbeitsrecht, der Zeitschrift für das Personalmanagement. Unser Thema heute lautet Frauenquote, den Fluch als Chance begreifen. Wir wollen uns deswegen heute anschauen, wie effektive Frauenförderung geschehen kann und welche Hürden und Klippen dabei zu umschiffen sind. Wenn man das Thema Frauenförderung angeht, muss man schon sich vielleicht auf zwei Bereiche konzentrieren. Das tun wir. Zum einen für Positionen geeignete Bewerberinnen finden und zum anderen die, die schon da sind, die geeigneten Kandidatinnen zu identifizieren und weiterzuentwickeln. Wie weibliche Azubis gewonnen werden können für typische, in Anführungszeichen, Männerberufe, ist eine Herausforderung, die sich im Maschinenbau komplett durchzieht. Ich muss viel mehr Maßnahmen anstreben und viel früher einsetzen, um dort auch eine Gleichberechtigung und auch eine Frauenchance hinzukriegen. Unser Unternehmen ist primär von Ingenieurstätigkeiten geprägt, auch in der Fertigung. Ein hoher Anteil von Männern, was sich aus den Ausbildungsberufen her generiert, sodass wir auch, ähnlich wie Heidelberger Druck, eben sagen, wir müssen ganz früh anfangen bei der Ausbildung. Der Wertewandel, den wir in der Gesellschaft haben, der wird automatisch dazu führen, dass wir uns entsprechend weiterentwickeln als Gesellschaft, dass auch mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Es geht eben auch darum, Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Männer zu ermöglichen, damit sie eventuell auch die Partnerin entlasten können, damit sie Karriere machen kann oder damit beide Karriere machen können. Die letzte Führungskraft, die ich an Bord holen konnte, habe ich deshalb bekommen im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, weil wir einen Kita-Platz dazu liefern konnten. Bei uns ist in den letzten, seit ich dabei bin, 10 Jahren die Frauenquote ums Doppelte gestiegen. Eine rechtliche Absicherung ist wichtig. Wenn ich zum Beispiel meinen Führungskräften oder auch dem Unternehmen eine starre, ergebnisbezogene Frauenquote verordne, in dem Sinne, dass ich sage, bis zum Jahr 2020 müssen bei uns 50% der Stellen oder 40% der Stellen oder 30% der Stellen mit Frauen besetzt sein, dann geht das nicht rechtlich. Nämlich die Diskriminierung zu beseitigen und zu einem ganz normalen Vorgang werden zu lassen, dass es eben keinen Unterschied spielt, ob Männlein oder Weiblein, ob Hautfarbe oder religiöse Zugehörigkeit, sondern dass wir uns konzentrieren auf Eignung, Befähigung, fachliche Leistung, auf die Dinge, die eine gute Führungskraft, einen guten Mitarbeiter ausmachen. Ein sogenanntes Business Women's Program, wo wir Seminare ganz gezielt anbieten für Frauen, um eben sich auch nochmal mit sich auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, wo sind denn möglicherweise die Hürden von der gläsernen Decke, von der so viel gesprochen wird. Wer hat Widerstand und wie geht er damit um? Wir haben nicht direkt Widerstand. Ich hatte das ja vorher schon angesprochen, aber am Ende geht es halt immer um diese Diskussion über die Qualifikation. Was eigentlich auch das Gute ist an dieser ganzen Quotendiskussion, ist, dass das Thema einfach mal platziert ist. Niemand kann sagen, auch da hat er nichts von gewusst. Es sind Beförderungsentscheidungen, bei denen Frauen bevorzugt werden und bei denen Männer, Frau Köpnick hat es vorhin gesagt, die sich das ohne weiteres zutrauen, auch Stellen zutrauen, die mal 2, 3 Etagen höher sind, die sich dann dagegen wehren und die sich dann dagegen per Klage wehren. Die Formulierung, die wir heute in den Stellenanzeigen des öffentlichen Dienstes sehen, ist das Ergebnis eines langen gerichtlichen Kampfes. Nämlich eines Kampfes, wie scharf darf ich eigentlich Frauenquoten in Stellenanzeigen reinschreiben und wie sehr darf ich meine Beförderungs- oder Einstellungsentscheidung auf das Kriterium Geschlecht beziehen. Alles Starre, jeder Automatismus, Frau gleich Einstellung, führt zu Unzulässigkeit. Es gibt auch Männer, die von den Rahmenbedingungen her genau die gleichen Wünsche haben wie Frauen. Es gibt auch Männer, die sich um ihre Familie kümmern wollen, die nicht andauernd erreichbar sein wollen, etc. Es gibt für
Führungspositionen ja nicht nur eine fachliche Qualifizierung, die Sie durch Diplom oder sonst was nachweisen können. Da denke ich, gibt es keinen weiblichen Ingenieurabschluss oder einen männlichen Ingenieurabschluss, sondern es gibt nur einen guten oder einen schlechten. Dieses auch dann bewusst zu machen, zu fördern, zu transportieren und auch über Frauennetzwerke zu stärken und Mut zu machen, das ist der entscheidende Faktor, um am Ende des Tages dann auch die entsprechenden Kandidatinnen zu finden und die auch zufrieden zu finden und die Entscheidungsfindung dann auch zur Befriedung aller zu machen. Sie müssen den Betriebsrat fragen, wenn Sie dann im Unternehmen einen Betriebsrat haben, was Sie in der Personalplanung tun. Wissen Sie, reden Sie ja sowieso mit dem Betriebsrat. Wenn Sie solche Programme auflegen, müssen Sie mit dem Betriebsrat abstimmen. Selbstverständlich ist da der Betriebsrat einzubinden. Wir haben ja so eine Status Quo-Analyse, so eine Ist-Analyse in einem Unternehmen, wo am Anfang aufgenommen wird, zum Beispiel Führungsebenen auch, wie viele Frauen auf Führungsebenen, auf den verschiedenen Führungsebenen vertreten sind. Und das monitoren wir dann auch über die Prozesse. Die Zukunft der Arbeit ist flexibler, älter und weiblicher. Fangen wir im Kindergarten an, fangen wir bei der Selbstverständlichkeit in Schule, Ausbildung, in Studium und dann auch am Ende des Tages in der betrieblichen Alltagswelt an. Ja, ich hoffe ja, dass wir irgendwann keine Frauenförderung mehr brauchen. Das ist eigentlich so die Zielvision, die anzustreben wäre. Wenn Sie Frauenförderung jetzt angehen wollen, umsetzen wollen, auf das aufbauen wollen, was Sie schon haben, schütten Sie das Kind nicht mit dem Bade aus. Meinen Sie nicht, dass die Einführung einer Frauenquote jetzt das Allheilmittel ist? Sie müssen sich die Flexibilität im Auswahl- oder Beförderungsprozess belassen. Weitere Informationen erhalten Sie hier. Caridio Image und Eventfilmproduktion.